Sektion 1 Reviel Kapitel 1 0430 Stunden 17. August 2517 Slipstream Unbekannte Koordinaten nahe des Eridanus Sternensystems. Lieutenant Junior Gray Jacob Keyes erwachte. Ein düsteres Licht erfüllte sein verschwommenes Blickfeld und er glaubte, an dem Schleim in seinen Lungen und in seiner Kehle zu ersticken. Setzen Sie sich auf, Lieutenant Keyes, sagte eine körperlose männliche Stimme. Aufsetzen. Tief durchatmen und husten, Sir. Sie müssen die Bronchialflüssigkeit loswerden. Lieutenant Keyes richtete sich auf und schälte sich aus dem seinem Körper angepassten Gillbett. Nebelfetzen schwebten aus der kryogenischen Röhre, als er ungeschickt herauskletterte. Er setzte sich auf eine Bank, die daneben stand, und versuchte einzuatmen und krümmte sich zusammen. Er hustete, bis ein Schwall klarer Flüssigkeit aus seinem geöffneten Mund drang. Er setzte sich auf und nahm den ersten langen Atemzug seit 2 Wochen. Dann leckte er über seine Lippen und musste beinahe würgen. Der Kryo-Inhalierer war so konstruiert, dass man ihn schlucken musste, um die Nährstoffe, die man im Tiefschlaf verloren hatte, zu ersetzen. Zwar wurde die Formel immer wieder geändert, aber er schmeckte trotzdem immer wie kalkhaltiger Schleim. Status, Toran. Werden wir angegriffen? Negativ, Sir, antwortete die künstliche Intelligenz des Schiffes. Status normal. Wir treten in 45 Minuten in den Normalraum nahe des Iridianus-Systems ein. Gut, danke, Toran. Gern geschehen, Lieutenant. Iridianus lag an der Grenze der äußeren Kolonien. Es war weit genug von den gängigen Handelsrouten entfernt, um für Piraten interessant zu sein, die sicherlich gerne ein diplomatisches Shuttle wie die Hahn kapern würden. Dieses Schiff würde in einem Raumkampf nicht lange bestehen. Es hätte eigentlich mit einer Eskorte reisen sollen. Er verstand nicht, warum man sie allein auf diese Reise geschickt hatte, aber als Junior Lieutenant stellte man keinen Befehl in Frage. Vor allem dann nicht, wenn dieser Befehl vom Fleetcom-Hauptquartier auf dem Planeten Reach stammte. Das Aufwachprotokoll sah vor, dass er den Rest der Crew zu untersuchen hatte, um sicherzustellen, dass niemand während des Wegvorgangs in Schwierigkeiten geriet. Er sah sich in der Schlafkammer um. Reihen von Stahlfächern und Duschen, eine medizinische Kapsel für Notfallwiederbelebungen und 40 kryogenische Röhren, die abgesehen von einer links neben ihm leer waren. Die andere Person auf der Hahn war die zivile Spezialistin Dr. Halsey. Keyes hatte den Befehl, sie um jeden Preis zu beschützen, das Schiff zu steuern und ihr ansonsten aus dem Weg zu gehen. Ebenso gut hätte man ihn bitten können, ihre Hand zu halten. Dies war keine militärische Mission, er war nur ein Babysitter. Jemand im Flottenkommando schien seinen Namen auf eine schwarze Liste gesetzt zu haben. Die Abdeckung von Dr. Halseys Röhre öffnete sich summend. Nebel drang hinaus, als sie sich hustend aufsetzte. Ihre bleiche Haut ließ sie im Dunst wie einen Geist erscheinen. Dunkle Locken klebten an ihrem Hals. Sie schien nicht viel älter als er zu sein, und sie war wundervoll. Nicht schön, aber bemerkenswert. Für eine Zivilistin zumindest. Ihre blauen Augen richteten sich auf den Lieutenant und musterten ihn. Wir müssen in der Nähe von Iridianus sein. Lieutenant Keyes hätte beinahe mechanisch salutiert, unterdrückte den Reflex jedoch. Ja, Doktor. Er errötete und wandte den Blick von ihrem schlanken Körper ab. Er hatte die kryogenische Wiederbelebung dutzende Male auf der Akademie geübt. Er hatte andere Offiziere nackt gesehen, Männer wie Frauen. Aber Dr. Halsey war eine Zivilistin. Er wusste nicht, was das Protokoll in diesem Fall vorsah. Lieutenant Keyes stand auf und ging zu ihr. Kann ich Ihnen helfen, sich... Sie schwang ihre Beine aus der Röhre und kletterte heraus. Mir geht es gut, Lieutenant. Säubern Sie sich und ziehen Sie sich an. Sie ging an ihm vorbei auf die Duschen zu. Beeilen Sie sich! Wir haben wichtige Dinge zu erledigen. Lieutenant Keyes drückte seinen Rücken durch. Aye, aye, ma'am. Diese kurze Begegnung hatte ihre Rollen und die Benimmregeln festgelegt. Auch wenn sie eine Zivilistin war, auch wenn es Lieutenant Keyes vielleicht nicht passte, so verstand er doch sehr genau, dass Dr. Halsey das Kommando hatte. Für ein Schiff dieser Größe war auf der Brücke der Hahn erstaunlich viel Platz, was bedeutete, dass man sich in etwa so frei wie in einem begehbaren Kleiderschrank bewegen konnte. Ein frisch geduschter und rasierter, nun uniformierter Lieutenant Keyes zog sich in den Raum und schloss die Drucktür hinter sich. Jede Oberfläche der Brücke war von Monitoren und Instrumentanzeigen bedeckt.
Die Wand zu seiner Linken bestand aus einem einzigen großen, halbrunden Bildschirm, der momentan dunkel war, weil es im Slipstream nichts im visuellen Spektrum zu sehen gab. Hinter ihm befand sich die drehende Mittelsektion der Hahn, in der sich die Messe, der Aufenthaltsraum und die Schlafkammer befanden. Auf der Brücke gab es jedoch keine Schwerkraft. Das diplomatische Shuttle war auf den Komfort seiner Passagiere ausgelegt, nicht auf den seiner Besatzung. Dr. Horsey schien das nicht zu stören. Sie saß angeschnallt auf der Couch des Navigators und trug einen weißen Overall, der zu ihrem blassen Teint passte. Ihr dunkles Haar hatte sie zu einem einfachen, aber eleganten Knoten gebunden. Ihre Finger tanzten über vier Tastaturen und tippten Befehle ein. »Willkommen, Lieutenant«, sagte sie, ohne aufzustehen. »Nehmen Sie bitte eine Kommunikationsstation Platz und halten Sie die Kanäle im Auge, wenn wir den Normalraum erreichen. Sollten Sie außerhalb der Standardfrequenzen auch nur ein Flüstern hören, will ich das sofort wissen.« Er schwebte zur Kommunikationsstation und schnallte sich an. »Thoran«, fragte sie. »Ich erwarte Ihre Anordnungen, Doktor«, entgegnete die KI des Schiffes. »Gib mir die Astrogationskarten des Systems.« »Bereit, Dr. Horsey.« »Liegen Planeten auf einer Linie mit unserem Einfallswinkel und Eridianus 2? Ich möchte eine Gravitationsbeschleunigung nutzen, damit wir das System schneller durchqueren.« »Berechnung läuft, Dr. Hall.« »Und können wir Musik haben? Rachmaninoffs Piano Concerto Nummer 3, denke ich.« »Verstanden, Doktor.« »Und beginne einen Aufwärmzyklus für die Fusionsantriebe.« »Ja, Doktor.« »Und beende die Drehung der mittleren Karussellsektion der Hahn. Wir brauchen die Energie möglicherweise andersweitig.« Läuft. Sie lehnte sich zurück. Die Musik setzte ein und sie seufzte. »Danke, Thoran.« »Gern geschehen, Dr. Halsey. Wiedereintritt in den Normalraum in 5 Minuten, plus minus 3 Minuten.« Lieutenant Keyes sah Dr. Halsey bewundernd an. Er war beeindruckt. Nur wenige Leute vermochten es, die KI eines Schiffes so stark zu beanspruchen, dass man eine Pause in der Reaktion bemerkte. Sie wandte sich zu ihm. »Ja, Lieutenant, Sie haben eine Frage?« Er riss sich zusammen und zog die Jacke seiner Uniform glatt. »Ich mache mir Gedanken über unsere Mission, Ma'am. Ich nehme an, dass wir etwas in diesem System herausfinden sollen, aber wieso mit einem Shuttle und nicht mit einer Korvette oder einer Patrouille? Und wieso sind wir nur zu zweit?« Sie blinzelte und lächelte. »Ihre Analyse ist recht präzise, Lieutenant. Dies ist eine Erkundungsmission, in gewisser Weise. Wir sind hier, um ein Kind zu beobachten. Das erste von vielen, hoffe ich.« »Ein Kind?« »Einen 6-jährigen Jungen, um genau zu sein.« Sie winkte ab. »Es hilft vielleicht, wenn Sie diese Mission ausschließlich als eine von der UNSC finanzierte psychologische Untersuchung betrachten.« Jede Spur eines Lächelns verschwand von ihren Lippen. »Was übrigens genau das ist, was Sie jedem erzählen werden, der danach fragt. Haben Sie das verstanden, Lieutenant?« »Ja, Doktor.« Keyes runzelte die Stirn, zog die Pfeife seines Großvaters aus der Tasche und drehte sie zwischen den Fingern. Er konnte sie nicht rauchen. Eine Flamme an Bord eines UNSC-Schiffes zu entzünden widersprach jeder Vorschrift. Aber manchmal half es ihm beim Denken, wenn er sie einfach nur drehte oder an ihrem Mundstück kaute. Er steckte sie zurück in die Tasche und beschloss, sein Glück herauszufordern und nachzuhaken. »Bei allem gebotenen Respekt, Dr. Halsey, dieser Raumsektor ist gefährlich.« Sie bremsten plötzlich ab und fielen in den Normalraum zurück. Der Hauptbildschirm flackerte, dann tauchte ein Meer von Sternen auf. Die Hahn flog auf einen wirbelnden Gasriesen zu, der direkt vor ihr lag. »Bereit für Schub«, meldete Dr. Halsey. »Auf mein Zeichen, Thoran.« Lieutenant Keyes zog seinen Gurt fester. »3, 2, 1, los!« Das Schiff erbebte und flog schneller auf den Gasriesen zu. Der Druck des Gurts legte sich auf die Brust des Lieutenants und erschwerte das Atmen. Sie beschleunigten 67 Minuten lang, während die Stürme des Gasriesen auf dem Bildschirm größer sichtbar wurden. Dann schoss die Hahn plötzlich nach oben und von der Oberfläche weg. Eridianus rückte in die Mitte des Bildschirms und erfüllte die Brücke mit seinem warmen, orangefarbenen Licht. »Schwerkraftbeschleunigung vollendet«, meldete sich Thoran. »Ankunftszeit auf Eridianus beträgt 42 Minuten und 3 Sekunden.« »Gut gemacht«, sagte Dr. Halsey. Sie löste ihren Gurt und streckte sich schwebend. »Ich hasse Kryoschlaf. Man fühlt sich danach so verkrampft.« »Wie ich eben schon anmerkte, Doktor, dieses System ist gefährlich.« Sie drehte sich elegant zu ihm und stoppte ihre Bewegung, indem sie eine Hand gegen die Wand presste. »Oh ja,
Ich weiß, wie gefährlich dieses System ist. Es hat eine interessante Geschichte. Rebellenaufstände 2494, die 2 Jahre später vom UNSC niedergeschlagen wurden. Es aber 4 seiner Zerstörer kostete. Sie dachte einen Moment lang nach und fügte dann hinzu: Ich glaube, das Office of Naval Intelligence hat ihre Basis im Asteroidenfeld nie gefunden. Und da es in der Nähe immer noch organisierte Überfälle und gelegentliche Piratenübergriffe gibt, könnte man, wie der Geheimdienst es sicher getan hat, darauf schließen, dass Teile der ursprünglichen Rebellenbewegung immer noch aktiv sind. Machen Sie sich darüber Gedanken? Ja, antwortete der Lieutenant. Er schluckte. Sein Mund war plötzlich trocken. Er war nicht bereit, sich von dieser Frau, einer Zivilistin, einschüchtern zu lassen. Ich muss Sie wohl nicht daran erinnern, dass es meine Aufgabe ist, mir Gedanken über unsere Sicherheit zu machen. Sie wusste mehr als er über das Eridianus-System. Wesentlich mehr. Und sie unterhielt offenkundig Kontakte zu Geheimdienstkreisen. Keyes hatte noch nie eine ONI-Agentin gesehen. Zumindest nicht bewusst. Das normale Navy-Personal hatte diese Agenten auf einen fast schon mythologischen Sockel gehoben. Was auch immer er sonst über Dr. Halsey dachte, er würde von nun an davon ausgehen, dass sie wusste, was sie tat. Dr. Halsey streckte sich einmal mehr und schnallte sich dann wieder auf der Navigationscouch fest. Da wir gerade von Piraten reden, sagte sie, ohne ihn anzusehen. Sollten Sie nicht die Kommunikationskanäle nach illegalen Signalen absuchen? Nur für den Fall, dass jemand ein ungewöhnliches Interesse an einem einsamen, nicht eskortierten diplomatischen Shuttle zeigen könnte. Lieutenant Keyes verfluchte sich für seine kurze Pflichtvernachlässigung und begann die Frequenzen zu scannen. Toran überprüfte ihre Identifizierungscodes. Alle Signale verifiziert, meldete er. Keine Piratensendungen entdeckt. 30 Minuten vergingen in unangenehmem Schweigen. Dr. Halsey schien es nicht zu stören, Berichte zu lesen und ihm ansonsten den Rücken zuzuwenden. Lieutenant Keyes räusperte sich schließlich. Darf ich offen sprechen, Doktor? Sie benötigen meine Erlaubnis nicht, sagte sie. Natürlich können Sie offen reden. Das haben Sie bisher auch ganz gut hingekriegt. Unter normalen Umständen und unter normalen Offizieren wäre diese letzte Bemerkung abwertend oder ablehnend zu verstehen gewesen. Aber er ging nicht darauf ein. Normale militärische Verhaltensweisen und Regeln schienen bei diesem Flug außer Kraft gesetzt zu sein. Sie sagten, Sie seien hier, um ein Kind zu observieren. Er schüttelte zweifelnd den Kopf. Wenn das Ganze nur eine Tarnung für eine echte militärische Geheimoperation sein sollte, gibt es Offiziere, die dafür wesentlich besser qualifiziert wären. Ich habe erst vor 7 Wochen auf der UNSC OCS graduiert. Meine Befehle überstellten mich zur Magellan. Aber diese Order wurde aufgehoben, man. Sie drehte sich um und betrachtete ihn aus frostblauen Augen. Fahren Sie fort, Lieutenant. Er griff nach seiner Pfeife, unterdrückte die Bewegung jedoch im Ansatz. Sie hätte das wohl für eine alberne Angewohnheit gehalten. Wenn dies eine geheimdienstliche Mission ist, sagte er, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weshalb ausgerechnet ich mit von der Partie bin. Sie beugte sich nach vorn. Dann, Lieutenant, werde ich ebenso offen sprechen. Etwas tief in Lieutenant Keyes wusste, dass er es bereuen würde, das zu erfahren, was Dr. Halsey nun sagen würde. Er ignorierte das Gefühl. Er wollte die Wahrheit kennenlernen. Sprechen Sie weiter, Doktor. Ihr knappes Lächeln kehrte zurück. Sie sind hier, weil sich Vice Admiral Stanforth, Leiter von Sektion 3 des UNSC Militärgeheimdienstes, weigerte, mir dieses Shuttle ohne mindestens ein UNSC-Offizier an Bord zu überlassen. Obwohl er so gut weiß wie ich, dass dieses Ding hier sehr gut selbst fliegen könnte. Also suchte ich mir einen UNSC-Offizier aus. Sie. Sie tippte sich mit dem Finger nachdenklich gegen die Unterlippe und fügte hinzu: Sie müssen wissen, dass ich Ihre Akte gelesen habe, Lieutenant. Die ganze Akte. Ich weiß nicht. Sie wissen, wovon ich rede. Sie rollte mit den Augen. Sie lügen schlecht, Lieutenant. Beleidigen Sie mich nicht durch einen weiteren Versuch. Lieutenant Keyes schluckte. Aber warum ich, vor allem, wenn Sie meine Akte kennen? Ich habe Sie gerade wegen Ihrer Akte ausgesucht. Wegen des Zwischenfalls in Ihrem 2. Jahr an der OCS. 14 Kadetten getötet. Sie wurden verwundet und verbrachten 2 Monate in der Rekonvaleszenz. Plasmaverbrennungen sollen besonders schmerzhaft sein, hört man.
Er rieb sich nervös die Hände. Ja. Der verantwortliche Lieutenant war Ihr kommandierender Offizier bei diesem Übungsmanöver. Sie haben sich geweigert, gegen ihn auszusagen. Trotz der erdrückenden Beweislast, die gegen ihn sprach und den Aussagen der anderen Offiziere, selbst seiner Freunde. Ja. Die anderen berichteten dem Ausschuss von dem Geheimnis, das der Lieutenant ihnen anvertraut hatte, dass er eine neue Theorie testen wollte, um die Sprünge durch den Slipstream genauer ausführen zu können. Er irrte sich, und alle haben für seinen Enthusiasmus und seine schlechten mathematischen Kenntnisse büßen müssen. Lieutenant Keyes betrachtete seine Hände und hatte das Gefühl, nach innen zu stürzen. Dr. Halseys Stimme klang weit entfernt. Ja. Trotz des wachsenden Drucks haben sie nie ausgesagt. Man hat ihnen mit Degradierungen gedroht, mit einer Anklage wegen Befehlsverweigerung und Ungehorsam, sogar mit dem Ausschluss aus der Navy. Die anderen Offiziersanwärter haben jedoch ausgesagt und lieferten dem Ausschuss genügend Beweise, um ihren kommandierenden Offizier vor ein Kriegsgericht zu stellen. Sie erhielten ein Aktenvermerk. Alle anderen Anklagepunkte wurden fallen gelassen. Er sagte nichts. Sein Kopf war geneigt. Deshalb sind Sie hier, Lieutenant. Weil Sie über eine Fähigkeit verfügen, die beim Militär äußerst selten ist. Sie können ein Geheimnis bewahren. Sie atmete tief durch und fügte hinzu: Sie müssen vielleicht einige Geheimnisse bewahren, wenn diese Mission zu Ende gegangen ist. Er sah auf. Ihr Blick war seltsam. Sah er Mitleid? Das überraschte ihn so sehr, dass er rasch zur Seite schaute. Er hatte sich seit dem Verlassen der OCS nicht mehr so gut gefühlt. Jemand vertraute ihm wieder. Ich denke, sagte sie. Ich denke, dass Sie lieber auf der Magellan wären, um an der Front zu kämpfen und zu sterben. Ganz und gar nicht. Ich. Er erkannte die Lüge, als er sie aussprechen wollte. Deshalb unterbrach und korrigierte er sich. Ja, das UNSC braucht jeden Mann und jede Frau zum Schutz der äußeren Kolonien. Bei den ganzen Überfällen und Aufständen ist es ein Wunder, dass nicht alles auseinanderfällt. So ist es, Lieutenant. Seit wir die Schwerkraft verlassen haben, bekämpfen wir einander um jeden Kubikzentimeter Vakuum. Vom Mars zu den Monden des Jupiter, hin zu den Massakern im Hydra-System und weiter zu den hunderten lokalen Scharmützeln in den äußeren Kolonien. Immer droht auch noch der letzte Zusammenhalt auseinanderzubrechen. Deshalb sind wir hier. Um ein Kind zu beobachten, sagte er. Welchen Unterschied könnte ein Kind ausmachen? Sie hob eine Augenbraue. Dieses Kind kann für die UNSC nützlicher sein als eine Flotte von Zerstörern, tausende Lieutenants oder sogar ich. Dieses Kind könnte das Zünglein an der Waage sein, das wir brauchen. Wir erreichen Eridianus 2, informierte Thora an sie. Programmiere einen Kurs zum Luxor-Raumhafen, befahl Dr. Halsey. Lieutenant Keyes, bereiten Sie die Landung vor. Ja, Leute, das war jetzt endlich das erste Kapitel unseres Hörbuchs. Wir haben ein bisschen was geändert. Wir haben jetzt mehrere Leute, die ein paar Charaktere sprechen können. Ich hoffe, das erfreut euch und findet ihr gut, denn ich persönlich finde es auf jeden Fall eine Besserung. Das bringt ein bisschen mehr Abwechslung ein und so weiter und so fort. Es tut mir natürlich leid, dass das erste Kapitel jetzt so lange hat auf sich warten lassen. Ich will jetzt nicht sagen, woran das liegt, aber trotz alledem hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass ihr euch auch auf das zweite Kapitel freut, was jetzt hoffentlich nicht so lange auf sich warten lässt. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Wie fandet ihr das heutige Video? Lasst es uns wissen, gebt eine Bewertung ab und schreibt einen Kommentar. Ihr wollt mehr von uns sehen? Dann klickt doch auf Abonnieren und checkt unseren Channel aus. Ihr wollt uns unterstützen? Dann teilt doch das Video mit euren Freunden und der ganzen Welt. Ihr wollt immer auf dem neuesten Stand bleiben, was Psycho und Quert angeht? Dann schaut doch mal auf unseren Social Network Seiten auf Twitter, Facebook und Instagram vorbei. Psycho und Quert gibt's jetzt natürlich auch für unterwegs. Als Audio-Podcast auf iTunes und als RSS-Feed. Ihr wollt mehr von Psycho sehen?
dann schaut doch mal auf seinem anderen YouTube-Kanal Psycho Games TV vorbei. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf unserem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, stay tuned und bis zum nächsten Mal bei Psycho und Quert.